Das Leben hat in jedem Alter seine schönen Seiten. Aber mit den Jahren und oft schon in den 40ern taucht ein bis dahin nicht gekanntes Sehproblem auf: die Altersweitsichtigkeit. Also ohne Lesebrillen geht bei mir gar nichts mehr. Und beim Fotografieren ist sie mir im Weg. Bei meiner Arbeit am Computer, beim Einkaufen im Supermarkt, beim Autofahren, da brauche ich sogar schon verschiedene Brillen für nah und fern. Also Brillen stören mich einfach. In meinem Beruf und in meiner Freizeit. Außerdem, wenn ich eine brauche, dann finde ich sie sowieso nicht. Sich elastisch und automatisch an wechselnde Entfernungen anzupassen, ähnlich wie der Autofokus einer Kamera, diese Fähigkeit der natürlichen Linse geht mit zunehmendem Alter nach und nach verloren. Das ist der Grund für die Altersweitsichtigkeit. Also meine Vision heißt Brillenfreiheit. Ich möchte die Brille nicht mehr aufsetzen müssen, sondern im Auge drin haben. Ich muss darüber mit meinem Augenarzt reden. Der Akkommodationsverlust macht das Lesen und Erkennen kleiner, auch entfernter Gegenstände immer schwieriger. Bei der Altersweitsichtigkeit hilft nur der Austausch der körpereigenen Linse gegen eine künstliche, direkt im Auge implantierte Speziallinse. Bei diesen Intraokularlinsen handelt es sich um speziell angefertigte Linsen, die individuell auf Ihr Auge angepasst werden müssen. Und ob nun diese Lesebrille im Auge tatsächlich bei Ihnen implantiert werden kann, hängt von mehreren Untersuchungen ab, die wir als nächstes dann machen werden. Unter anderem werden biometrische Daten wie die Größe von Iris, Pupille und Augenkammern präzise ermittelt. Die Hornhautbeschaffenheit, Augendruck, Sehkraft und Dioptrienzahl kontrolliert. Im Hinblick auf genaue Messwerte sollten 2 bis 3 Wochen vor der Untersuchung keine Kontaktlinsen verwendet werden. Um entscheiden zu können, ist es für den Arzt auch wichtig, Ihre Berufs- und Freizeitgewohnheiten zu kennen. Also für mich ist klar, ich will die multifokale Intraokularlinse. Mit der eingebauten Gleitsichtbrille geht dann bestimmt auch das Rasieren wieder besser. Modernste Technologie und Präzisionsoptik eröffnen neue Perspektiven in der sehscharfen Korrektur. Der Linsenersatz ist ein Eingriff, der ambulant unter lokaler Betäubung vorgenommen wird. Ein winziger, nur 1-2 mm kleiner Einschnitt am Hornhautrand. Er genügt zum Einführen eines Mini-Instruments, zum Öffnen der Linsenkapsel und Lösen des Kapselhäutchens. Die untauglich gewordene natürliche Linse wird mit Ultraschall zerkleinert. So kann sie einfach abgesaugt werden. Die neue Linse wird hinter die Iris in den natürlichen Kapselsack eingeschoben. Der Schnitt schließt sich in der Regel von selbst. Die Brechkraft der neuen Linse ist exakt auf die Bedürfnisse und Augenstruktur Ihres Besitzers abgestimmt. Die Operation ist ja wunderbar verlaufen. Sie haben schon gesehen, Sie können sowohl in der Ferne als auch in der Nähe ganz gut lesen. Es ist jetzt so, dass Sie sicher noch in den nächsten Tagen etwas Sandgefühl haben werden, also ein bisschen Fremdkörpergefühl. Diese Beschwerden kann man ganz gut behandeln mit Augentropfen, mit künstlichen Tränen. Und Sie bekommen zusätzlich noch entzündungsvorbeugende Augentropfen. In den nächsten Tagen werden Sie merken, dass Sie noch ein bisschen lernen müssen, mit dieser neuen Lesebrille im Auge zu arbeiten. Aber es wird nicht mehr lange dauern, dann werden Sie ganz glücklich sein und sowohl in der Ferne als auch in der Nähe ohne Brille durchs Leben gehen können. Über 90% der so behandelten Klienten können durch den Einsatz der multifokalen Intraokularlinse auf zusätzliche Sehhilfen komplett verzichten. Fehlsichtigkeit ist allerdings ein Konstruktionsfehler und keine Krankheit. Leistungen im Zusammenhang mit einem Brillen- oder Kontaktlinsenersatz wie Laserbehandlung, Linsenoperation, die Linse selbst sowie Vor- und Nachuntersuchungen werden deshalb von der gesetzlichen Krankenversicherung in der Regel nicht getragen. Ich habe ja geglaubt, ich traue meinen Augen nicht. Ein besseres Operationsergebnis hätte ich mir gar nicht erwarten können. Dieser Aufwand hat sich wirklich gelohnt. Außerdem ist mein langer Traum von der Brillenfreiheit keine Vision geblieben. Gut sehen, das ist in jedem Alter wichtig. Genauso wie die Chance auf mehr Bequemlichkeit und Lebensqualität.